mich noch, war das, wann sagst du, wo Sie kommen? 41? Ich bin im Oktober, im November 40. Also wir haben eine... Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich Sie fragen, woher sind Sie gekommen? Aus Thüringen. Aus Thüringen, ja. Im November 40. Alleine ja. Oder aufgrund, oder mit einer Gruppe? No, ich bin alleine gekommen. Ich war in, die Einzige, in meinem Alter war niemand mehr da in meiner Amtszeit, ja. Und ich wollte unter junge Leute. Ja. Und ich war auch in Zwangsweide, in Forstarbeit. Wo waren Sie schon vorher in Forstarbeit? In Thüringen? Zu Hause, ja. Waldarbeit. Ja. Da war ein Förster, der hat 20 Frauen unter sich gehabt. Und ich war die Jüngste davon. Und wir sind jeden Morgen mit Bewachung abgeholt worden von einer bestimmten Stelle und sind in den Wald und mussten Bäume fällen. Das war nur jüdische, Arbeit? Ja. Und dann am Abend mit Bewachung zurück bis zu einer bestimmten Stelle und dann waren wir frei. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn ich das für die machen kann, werde ich versuchen, für Jüdische, in eine jüdische Gruppe zu gehen. Ja. Und da habe ich mich durch unsere Gemeindevorsteherin, mit der habe ich mich in Verbindung gesetzt und habe sie gefragt, ob da eine Möglichkeit besteht. Ich habe aber nichts von Neuendorf gewusst oder Winkel gewusst, überhaupt keine Ahnung gehabt. Und die hat mich mit Leipzig, war eine Zentralstelle in Verbindung gebracht. Und die haben mich gefragt, ob ich irgendwo ein bestimmtes Lager, Umschulungslager, da habe ich gesagt, das ist mir ganz egal. Ja. Und da bin ich nach Neuendorf gekommen. So. Und das war zu meiner Zeit Vorbereitung für San Domingo. Aber nie aus San Domingo nach San Domingo gekommen. Sie hatten vorher die Absicht schon nach San Domingo? Ganz egal wohin, ganz egal, keine Rolle gespielt, nur raus. Ich habe auch alles fertig gehabt für England. Und habe mein Permit bekommen am 30. August 1940. 30. August? Nein, am 39. August, und von einer Großstadt hätte ich noch rauskommen können, aber von einer Kleinstadt war es unmöglich. Wie hieß diese kleine Stadt? Arnstadt. Arnstadt, in Thüringen. Ja, es war nicht weit von Weimar, Buchenwald. Aha. Zwischen Weimar und Eisenach. Ja. Und als Sie nach Neuendorf unter jüdische Jugend gekommen sind, war das für Sie eine große Erleichterung, dass Sie jetzt? Ja. Und hatten Sie vorher gelitten unter den Umständen in dieser kleinen Stadt? Oder ich habe gelitten, weil keiner in meinem Alter mehr da war. Aha. Aber ich war die Jüngste in der ganzen Gemeinde. Ja. Wie haben die Vorgesetzten sich Ihnen gegenüber, wenn nur nicht persönlich, sondern den Juden gegenüber? Wir haben keine Schwierigkeiten gehabt. Weil da waren sehr wenig übrig. Die meisten sind ausgewandert. Ja. Die meisten sind ausgewandert nach Südamerika. Waren die Anforderungen nicht übermäßig für eine Frau, Holz zu fällen? Das erscheint mir doch wirklich eine sehr, sehr große Anstrengung. Ist eine große Anstrengung. In der Gruppe war ich auch die Jüngste. Und ich habe dreimal in der Woche dem Oberfürster sein Motorrad putzen müssen. Warum, weiß ich nicht. Und die anderen Frauen waren fähig, diese schwere Arbeit auszuführen? Es war nicht so schwer. Es war, glaube ich, nur eine nach außen hin. So. Mehr nach außen hin, als es wirklich wert war. Ja. Erstmal waren da nicht sehr viele Bäume, die gefällt werden konnten. Ja. Und wozu sie die gefällt haben wollten, hat keiner gewusst. Ja. Das war dann ein großer Wechsel in der Atmosphäre, als sie dann nach Neuendorf gekommen sind. Und dann für eine Zeit haben wir kleine pflanzen müssen, kleine Bäume. Ja. Da war eine Fläche vielleicht so groß wie der Tisch und es wurde eingeteilt. Und dann haben sie wieder ein Stückchen weiter Platz gemacht für weiter zu pflanzen. Aber ich habe meistens mit dem Motorrad zu tun gehabt, als mit den Pflanzen. Ja. Und dann in Neuendorf haben Sie in der Kirche gearbeitet? In Neuendorf, die Mädels haben angefangen, erst 4 Wochen in die Waschküche und 4 Wochen in die Küche und 4 Wochen in die Gärtnerei und 4 Wochen in die Landwirtschaft. Und ich war 4 Wochen in der Waschküche.
Und dann bin ich in der Küche sitzen geblieben. Gerne. Gerne, ja. Und Sie haben das wahrscheinlich auch gar nicht. Zu der Zeit, da war ich noch nicht so wichtig. Nein, aber zu der Zeit war ich noch nicht so wichtig. Keine, nicht so wichtig, ja. Keine Vorteile gehabt. Nein, habe ich noch nicht so Vorteile gehabt. Nein. Und dann ein oder zweimal musste die Küchenbesatzung raus und mithelfen. Da war entweder der Schnee kam, haben wir die Rüben reinholen müssen oder Kartoffeln reinholen müssen. Und das war nicht für mich. Lieber in der Küche geblieben. So. Und die Zeit in Neuendorf war die schönste Zeit meiner Jugend. Ja, ja, das ist interessant, was Sie sagen. Ja. Das habe ich mir eben vorgestellt, dass Sie aus dieser kleinen Stadt gekommen sind, wo es keine Jugendlichen mehr, jüdischen Jugendlichen mehr gab, und ganz einsam gewesen sind. Und dann sind Sie wirklich in eine jüdische Atmosphäre gekommen, unter Gleichaltrigen. Wir waren 250. Ja. Und 200. Und dann die Akute. 250 zusammen. Ungefähr. Ja. Wie war die Stimmung, die Atmosphäre? Also, weil die gerade sprechen von, Sie haben gesprochen von kulturellen. Ja. Ich weiß, da ist eine Gruppe nach San Domingo zusammengestellt worden, die ist noch rausgekommen. Das war eine der letzten Gruppen, die von Neuendorf offiziell nach San Domingo gehen konnten. Ja. Offiziell. Also mit. Ja. Papieren. Das war nicht, also normale Papiere. Und wir haben öfter vereinte Abende, bunte Abende gehabt. Ja. Und zu der Zeit haben wir vom Jüdischen Kulturbund damals eine Gruppe, eine Musikgruppe, Tanzorchester noch bekommen, das war alles offiziell noch. Und haben einen ganz großen Abend gemacht, eine Abschiedsfeier für die Leute, die offiziell nach San Domingo, das war die letzte Gruppe, haben wir aber nicht gewusst, dass es die letzte Gruppe war. Also es war eine ganz große Feier, dass die noch weg konnten. Und dann haben wir unter uns auch, ich erinnere mich noch, Vortagsabende gehabt, da waren die gut vortragen konnten. Und einer von den Kameraden, der hat die besten Schallplatten gehabt. Wie man denken konnte. Er hat alles mitbekommen von Berlin, wo er immer herkam. Und da haben wir abends angesagt, also morgen Abend ist ein Konzertabend. Dann haben wir uns alle anständig angezogen. Es war ein großer Saal gewesen. Anständig angezogen. Da haben wir die Stühle aufgestellt, wie in einer Oper. Und auf der Bühne hat der Mann dann seine Platten, ganze Opern oder Operetten gespielt. Und wir haben da gesessen und haben uns gefühlt, als wenn wir in einem Konzertsaal waren, in Berlin oder der Großstadt. Das war unsere Feier. Also, dann zu Chanukka und zu Purim haben wir bunte Abende gehabt. Ja. Und das, oder Zionisten haben irgendwie bunte Abende gehabt. Oder das war später. Die kamen später, ja. Also wir haben lustige, wir waren, wie soll ich ein sagen? Ein spanisches Unterricht. Ja, denn wir haben einen Lehrer gehabt, der gesagt, wenn man nach San Domingo wollte, ich werde besser vorbereiten, hat er Spanisch gegeben. Englisch weiß ich gar nicht. Englisch glaube ich keiner geben. Spanisch erinnere ich mich noch. Und Hebräisch auch nicht. Nein, Hebräisch hat auch keiner gegeben. So, also wir haben, nachdem wir fertig waren, wir haben uns die Zeit gut vermacht. So. Ja. Ich muss zum Beispiel aufstehen 4 Uhr morgens in den Ställen. Ja. Wir sind ins Bett gegangen um 10 Uhr, 10, halb 11. Und wir haben die, weißt du, wie schlecht ich mal schlafe jetzt. Die 5 Stunden haben wir besser geschlafen und gut geschlafen. Das war alles, was wir brauchten. Ja. Und wir haben morgens, wie ich sag, wir haben im Stall arbeiten müssen von 4 Uhr morgens bis um 7. Dann haben wir schnell Frühstück gehabt. Um 7 mussten wir nochmal raus, alles sauber machen gehen. Und sie waren ungefähr um 10 fertig im Stall. Ja. Im Kuhstall von 7, ja. Also von 4 bis 10. Dann haben wir frei gehabt bis um 3 Uhr nachmittags. Ja. Und von 3 bis um 6, 7 mussten wir wieder arbeiten. Ja. Und im Pferdestall mussten wir auch um 4 Uhr aufstehen, bis um 6 die Pferde putzen und füttern. Und um 7 mussten wir raus aufs Feld, von 7 bis um 12, von 1:30 bis um 7 Feldarbeit machen. Die anderen haben frei gehabt und um 7 mussten wir nochmal die Pferde füttern und tränken. So, wir haben gearbeitet sozusagen vom 4 bis um 6, von 7 bis
7,5 Stunden Unterbrechung und nochmal eine. Also wir haben ganz. Das war aber normal, das war kein. Das war normal, das war das nicht. War, das war mit einem sie jeder Bauer. Über, nein, das war. Das war jeder ein Bauer machen musste auch in der Umgebung. Ja. Das, so. Das, und der hat darauf bestanden, dass wir genau das machen. Ja. Wie das? Sie haben eben vorher erzählt von der NS-Bauernschaft. Ja. Wie waren die Beziehungen von der NS zur. Also, die haben nur ab und zu mal eine Inspektion gemacht mit dem ja. Weber, mit dem Herrn Weber, der Inspektor war. Aber die waren immer zufrieden, die gekommen sind. Die Arbeit, die Kühe waren gut versorgt, sauber, die Ställe waren sauber. Also ja, wir haben nie Schwierigkeiten gehabt. Und wie waren Ihre Beziehungen zur Bevölkerung in der Umgebung oder hatten Sie überhaupt keine Beziehungen? Wir haben nicht viel zu tun gehabt. Ab und zu sind wir immer nach Fürstenwalde an der Spree, das waren 25 Kilometer zum Einkauf mitgefahren. Ja. Oder wir konnten mal ins Buchholz, das war das Dorf, nächste Dorf. Aber wir haben nicht viel zu tun gehabt. Sind Besucher von der Reichsvereinigung zu Ihnen gekommen oder durften Sie Ihre Familie besuchen in Berlin? Wir konnten erst unsere Familie nach Berlin besuchen gehen. Ja. Nachher mussten wir einen Pass haben, der unterschreiben müssen, der nicht-jüdische Inspektor, Herr Weber, unterschreiben müssen. Und später musste man einen besonderen Grund haben zu fahren. So. Krankheit der Familie. Doktor. Wir haben sogar einen Doktor gehabt von der Reichsverteidigung, der kam jeden Montag. Einmal in der Woche. Einmal in der Woche kam der von der Reichsvereinigung und hat Leute untersuchen müssen, also wenn Krankheitsfälle waren. Und ich glaube auch ein Zahnarzt. Das war, die sind offiziell geschickt worden von der Reichsvereinigung in Berlin. So eine Behörde, über 200 Leute, das kann man dann einer krank war. Ne? So. Und gab es bei Ihnen zum Beispiel auch Aussprachen oder Pläne für Fluchtversuche ins Ausland oder sowas ähnliches? Haben Sie sich aber nicht daran gedacht? Nicht daran gedacht, dass Sie irgendwie wir haben gedacht, wir ins waren, Ausland. Wir haben gedacht, wir können die Zeit ausleben in Neuendorf. Bis eine Änderung kommt, können wir da bleiben. Ja. Die brauchen uns. Wir haben gesagt, wir haben uns eingeredet, sozusagen, wir machen eine gute Arbeit, der Inspektor ist zufrieden, die NS-Bauernschaft ist zufrieden, wenn sie kontrolliert kommt. Ja. Wir haben nichts zu fürchten. Das war unsere Ansicht. Interessant. Man braucht uns. Und Na, wenn die NS-Bauernschaft mehr und mehr zur Kontrolle kam, da wurde eines Tages gesagt, na, ihr braucht keine 200 Leute, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das ist schön, wenn man anlernt, die Leute, das dann zum Anlernen. Aber von jetzt an sind ja alle angelernt. Wir haben ja keine neuen Leute mehr bekommen. Jetzt muss jeder so arbeiten, wie ein richtiger Bauer arbeitet. Und von den 200 Leuten werden wir sagen, wir die Hälfte wegnehmen, zu ausarbeiten, zu Bauern, wo die Söhne, Väter, Brüder, Angestellte zur Front gerufen wurden. Da haben sie von uns Leute weggenommen, die haben gesagt, ihr seid Berufsbauern jetzt. Ihr müsst die Arbeit ausfüllen von den Leuten, die zur Front geschickt werden. Und da hat der Inspektor und der polnische Unterinspektor die Besten ausgesucht, die im Land blieben und die nicht so ganz 100% gefallen haben, die zur Außenarbeit geschickt. Jeden Tag sind die weggegangen, ohne Bewachung, so viel ich weiß. Die sind mit dem Zug, Buchholz, das war 15 Minuten Fußweg gegangen, oder nach Fürstenwalde, das war mit der Kleinbahn 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und die kamen abends zurück. Da war eine Weberei. Da war eine Weberei gewesen, da waren andere Arbeiten. Und auch haben die Leute, die von Berlin weg wollten, anderen Städten, die nicht mehr nach Neuendorf konnten, die haben aber Forstarbeiten auch gebraucht, Forstarbeiter, so haben die Vereinigung Forstleger errichtet. Wie bitte? Die haben Forstleger errichtet. Forstleger? Ja. Leger für Forstarbeit? Ja. Forstarbeit, Bäume fällen oder Bäume pflanzen, mussten fällen und Zäune machen und solche Sachen, das wurde ein Außenlager sozusagen, auch ein Lehrlager, aber das war schon mehr eine Facharbeit, ohne eine Sache, das war nur Forstarbeit und nichts anderes wie Forstarbeit. Und die Leute kamen ein, zweimal im Monat, wenn sie sonntags frei hatten, nach Neuendorf, um zusammen mit uns einen Tag zu verbringen. Das war nicht weit weg.
eine Stunde, anderthalb Stunden Fahrrad, meistens mit dem Fahrrad. Ja. Zu uns gekommen am Sonntag und haben einen Tag uns verbracht und abends sind wir nach Hause gefahren. Dann haben wieder gearbeitet am Montagmorgen. So. Dadurch haben wir viele Freunde, die nicht in Neuendorf waren, die uns aber besucht haben in Neuendorf, die haben wir hier wiedergefunden. Ja, vor zwei Wochen. Das heißt, es sind Leute gewesen, die in diesen Außenleger gelebt haben. Ja, gelebt und gearbeitet haben. Unter schwereren Bedingungen als Sie? Na, jeder musste ja Arbeit leisten. Für uns war, unsere Arbeit war schwer für unsere Verhältnisse und die haben regelrechte Arbeit machen müssen. Die sonst ein nicht-jüdischer Arbeiter verrichten musste, die mussten eingreifen und das. Und die waren zusammen mit Nicht-Juden in dem gleichen Lager? Nein, das waren nur Juden. Das waren nur und die wurden eingeteilt von dem Forstmeister. Und hatten diese Läger einen besonderen Namen oder das hieß auch Neuen? No, die haben jedes hat einen anderen Namen gehabt. So. Ich kann mich nicht genau auf die Namen besinnen jetzt, ich habe vielleicht ein paar gewusst vorher. Kersdorf. Kersdorf, ja. Kersdorf ist ein Kersdorf. Du hast recht. Ja. Was noch? Vielleicht weißt du nachher noch ein paar. Gut, das ist genug. Ja. So, und können Sie mir dann noch irgendwas erzählen über die Zusammensetzung der verschiedenen Gruppen? Es gab eine zionistische Gruppe. Meine Frau wird ja immer die zionistische Gruppe kam. Ich glaube, die zionistische Gruppe kam als Winkel. Das war das Haupt-zionistische Umschulungslager. Gutwinkel. Ja, Gutwinkel, jawohl. Ist zugemacht worden und das muss. Ende 41. Anfang 42 muss das gewesen sein. Ja. 41. Ja. Und da haben wir Baracken angebaut. Baracken angebaut und ein Nebensaal von dem Esssaal, das war ein großer Esssaal, der war sonst frei gewesen, haben wir extra für die Zionisten, Paar der Bozian, der die Liste hat, die haben, weiß ich gar nicht mehr, das erinnert, die haben sie gerufen, nicht Zionisten, Zionesen. Also einen Nickname, Zionesen. Ja. Und das waren meisten junge Leute, jünger wie wir. Die Zionisten? Ja. Nicht alle. Die meisten. Da war, except der Growald, der Herbert Growald, der Leiter war unser Alter. Und der Sef Kohn. Michels, unser Alter. Ja, also die meisten waren junge Leute, 16. Können Sie sich an die Ora Borowski erinnern? Oder Borinski? Enne Borinski, ja. Enne Borinski. Ja. Haben Sie die hier getroffen? No. Nein. Die hat sehr, sehr interessante Erinnerungen geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gelesen haben. Falls nicht, würde ich Ihnen außerordentlich raten, die Erinnerung von der Anna Borinski zu lesen. Wo kann man die finden? Ich besitze dieses Buch. Ich kann mich nicht besinnen, ob das in Hebräisch oder in Deutsch ist. Falls es in Deutsch ist, wäre es für Sie von Interesse. Dann lasse ich das fotokopieren und gebe das Ihrem Sohn. Weil die halt von Büchern sprechen. Das sind sehr ergreifende. Ja, das können wir ruhig aufnehmen. Das sind sehr ergreifende Erinnerungen, aber nicht nur ergreifend, auch von einem geistigen, sehr hohen Niveau. Ist da drin, wo sie die am Ende die zionistische Fahne zerschnitten haben und jeder hat ein Stück bekommen? Nein, das ist mir nicht bekannt. Und da haben sie sich ausgemacht, wenn wir zurückkommen, setzen wir die Fahne wieder zusammen. Und nur die Stücke fehlen, die nicht mehr hier sind. Aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Das war am Ende. Am Ende, bevor wir von Neuendorf weggekommen sind, ja. So. Ja, das ist mir nicht bekannt. Ja. Ja. Weil wir gerade von einem guten Buch sprechen, ja. Haben Sie vielleicht das Buch Bewährung im Untergang? Das Buch? Ja. Das ist unser letzter Betriebsleiter, Gerson. Gerson, jawohl. Ist der denn? Das war unser letzter jüdischer Betriebsleiter. Ja. Mhm. Also, wie die Zionisten gekommen sind, ich persönlich habe nichts gegen sie gehabt. Da waren vielleicht ein paar gesagt, na, die wollen sich dicker machen hier und so. Ja. Also, sind ja Mitmenschen gewesen. Die waren natürlich jünger wie wir, die haben vielleicht mit den Leitern zu tun gehabt, aber für uns waren das Kinder, wir waren ja schon 5, 6 Jahre älter. Da kommen kleine Kinder rein. Und die waren meistens in der Gärtnerei. Ja. Das waren Jungs, die konnten die schwere Arbeit machen. Ich erinnere mich, ein Arbeiter, der Elchanan Strass, der Walter Strass, der auch im KZ war, der ist leider der kränkste von uns allen. Leider Gottes, der hat Muscular Dystrophy, was ist das hier? Knochenkrankheit, wenn man Mark aus dem Knochen verliert. Der ist wirklich der krankste von allen gewesen. Und das war damals,
Der war wie ein Bulle, der Junge. Der war 16, 17 Jahre, das war wie ein Fußballspieler, ein kräftiger Junge. Und wie der Inspektor den gesehen hat, hat er gesagt, du gehst doch nicht in die Gärtnerei rein, du bist doch ein ganz starker Arbeiter, du gehst sofort zur Landwirtschaft. Also das war der Einzige, den ich mir entsinnen kann, ja, der uns kam. Und dann haben wir noch eine Gruppe aufnehmen müssen von Schneidemühlen. Das war nicht so freiwillig, das war eine Not, eine... Das war die Grenze. Das waren Leute von der Grenze Posen, nicht? Mhm. Schneidemühlposen. Ja. Das war eine Frage. Wenn wir die nicht aufnehmen, werden die sofort deportiert oder was. Ja. Und da haben wir unsere Baracke, wo wir geschlafen haben, frei gemacht, freiwillig. Ja. Das waren Leute, die waren Eltern von Teenagern, also die waren 50, 60 Jahre alte Leute. Ja. Und wir waren auch immer noch junge, 20, 21. Wir haben freiwillig die Baracke leer gemacht. Und haben die älteren Leute da einziehen lassen. Und die Kinder von den älteren Leuten, die haben sich mit uns vermischt. Ja. Und wir haben in dem ehemaligen, wo sie die Jungvieh gehabt haben, haben wir Strohmatratzen gehabt und wir haben da geschlafen. Primitiv, aber wir haben uns gedacht, na, wir tun wenigstens was für die älteren, ja, Mitmenschen. Wir haben nie daran gedacht, weil geschimpft, wegen dem müssen wir jetzt schlechter schlafen, das gab es gar nicht. Wir haben gesagt, wir müssen Mitmenschen helfen. Und das ging 41, 42 und dann wird es immer schlimmer, bis die Deutschland die Ukraine übernommen hat. Dürfte ich Sie bitte unterbrechen? Sie sprachen von der zionistischen Gruppe. Oh, die Aguda haben wir vergessen. Und die Aguda haben wir vergessen. Ja. Die Aguda, soviel ich weiß, war natürlich schon da. Ja. Die Aguda, mit denen haben wir nie Schwierigkeiten gehabt. Die haben gute Arbeiter gehabt, Landwirtschaft und Gärtnerei. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wenn Leute von denen im Kuhstall oder Schweinstall sind sie nicht gegangen, Kuhstall oder Pferdestall Arbeit verrichten mussten, genau wie wir, haben die uns gebeten, unseren Tag, unseren freien Tag, mit denen zu wechseln. Ja. Und wir haben für die gearbeitet, an Sonn haben wir für die gearbeitet. Die haben Sonntag gearbeitet. Es war nie ein Konflikt mit Arbeit. Der Inspektor hat gesagt, mir ist das ganz egal. Solange die Tiere verpflegt werden, gefüttert werden, getränkt werden, wenn sie in guten Händen sind, das ist alles, was ich haben will. Und dann haben sie sehr gut ausgekommen mit denen. Wir haben nie gesagt, ihr seid so fromm und wir sind nicht so fromm. Das gab es nicht. Die haben sich nie, eingemischt. Eingemischt haben gesagt, weil wenn wir nicht so fromm sind wie die sind, dann wenn nicht so gut Juden wie sie sind, das kam nie auf die. Ja. Es war leichter mit den Agudisten zusammenzukommen, auszukommen, als derzeit mit den Zionisten. Weil die haben uns Vorwürfe gemacht, wie könnt ihr hier sein, ohne Zionisten zu sein? Wie könnt ihr hier sein, um nach Südamerika vorbereitet zu werden? Und nicht nach Palästina oder San Domingo. So. Ja, ein den sich für was Besseres gehalten. Ja. Ein treuer Mitmensch von der Haschara geht nach Palästina, sonst ist er kein richtiger Mensch. Also das ist die Gedanke von Haschara ist nach Palästina und nicht woanders. Aber es haben wir natürlich nicht ernst genommen, das wollt ihr uns einbringen, ihr Kinder nicht. So. Wer waren die Führer Ihrer Gruppe? Wie hießen die? Wir haben keine offizielle Führer gehabt sozusagen. Nein, wir waren ja selbstständig. Wir haben und der Gruppe der Zionisten? Ja, die haben gehabt den Herbert Robert und Seif Kohn. Ist ja noch am Leben der Zionisten? Seif Kohn ist nicht durchgekommen. No. Und das waren natürlich die Leute, die... Diese beiden? Ja, die haben die Gruppe vertreten können. Und die Borinsky? Ein Borinsky und Rolli Baruch. Ist die auch noch am Leben? Ja. Auch nicht. Und die Aguda, wer waren da die Führer? Da war ein Josef Schwarz, den haben wir gerufen. Jossel Schwarz. Ist der am Leben heute noch? Nein, ich glaube auch nicht. Auch nicht. Das war der offizielle Vertreter. Eins, die durchgekommen sind, was Fifi, Schöntal und die. Da sind Binge durchgekommen. Ich habe von die Aufnahmen, die wir gemacht haben, sind von zwei Söhnen von Neustadt. Ich weiß nicht, ob Sie die gekannt haben, aus Hamburg. Kennen Sie nicht. Für die Aguda war es besonders schwer, da waren nur
wenige in der Landwirtschaft. Ja. Und die meisten waren in der Gärtnerei. So. So, die waren nicht sehr gut körperlich vorbereitet. Ja. Unser Jottel Schwarz, der Leiter, der war auch in der Gärtnerei. Der hat eine gute Arbeit gemacht, aber mit den Händen zu arbeiten und ein bisschen pflanzen und ein bisschen Hühner betreuen, das war leichter als schwer. Aber wahrscheinlich auch das Essen. Das bisschen Essen, was wir bekommen haben, haben sie wahrscheinlich auch nicht. Ja. Sie sagten, dann wurde es immer schlimmer und schlimmer. Was ist da schlimmer geworden? Woran hat sich das angefangen? Zu mir mit der Verpflegung. Aha. Bis wir alles abgeben mussten, haben wir auch sehr gut zu essen gehabt, sozusagen. Ja. In Berlin haben sie schon rationiert alles gehabt. Ja. Und wir haben noch ein bisschen extra Sachen gehabt, die es nicht in Berlin mehr gab für Juden. Ja. Und da haben wir gemerkt, da mussten Ersatzgerichte gemacht werden. Meine Frau kann da berichten. Vielleicht kannst du besser gerichten, was sie alles gemacht haben zusammen. Vor uns einmal haben wir, das weiß ich selbst, haben wir Brennnesseln sammeln müssen. Und statt Spinat, wir durften keinen Spinat mehr benutzen. Da haben wir aus Brennnesseln Spinat gemacht. Ja. Das hört sich furchtbar an. Also es war so gut vorbereitet. Ja. Man unterschied die meisten haben gar nicht gewusst. Gar nicht gewusst. Es war. Und es ist genauso nährhaft wie Spinat. Ja. Ist gekocht worden, gewaschen worden. Und dann hat die Mütze gesagt, dann haben wir einen Aufstrich gemacht fürs Brot. Wir haben keine Butter oder Margarine gehabt. Aber mit Milch und Grieß. Ja. Und abgeschmeckt mit verschiedenen Gewürzen. Ja. Und hat keiner gewusst am Anfang, was das war. So. Die Not macht einen Menschen erfinderisch. Ja, halt. So, und das und zum Beispiel die Kleidung, die Besohlung der Schuhe und so weiter. Wir haben Sie darunter gelitten? Nein, wir haben unsere eigene Verpflegung haben müssen natürlich. Ja. Unsere eigene Kleidung. Eine Kleidung. Wir haben unseren eigenen Schuhmacher gehabt. Wir haben Schuh, ja. Und waren die Baracken oder die Wohnungen geheizt im Winter? Ja. 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 Das war, wir können nicht beklagen. Und wurden Sie bedroht von der Bevölkerung? Wurden Überfälle ausgeführt von Seiten? Nicht. Ja. In fact, wenn die Angriffe von den Engländern kamen, die kamen jetzt in 40, 41, wir haben ja gesagt, wir waren sehr nah zu dem Flugplatz. Ja. Fürstenwalde. Zwischen Fürstenwalde und Neundorf war ein Flugplatz. Ein kleiner Flugplatz, aber der groß genug, um Kampfflugzeuge aufgeben. Aber wir, wenn die Angriffe waren, Tiere sind unruhig geworden, die Pferde haben ausgeschlagen, die Kühe haben sich von den Ketten reißen wollen. Da hat der Inspektor zu jedem Pferd und jeder Kuh, ein Mann musste die ganze Nacht bei denen bleiben, um sie zu beruhigen. Streicheln und dass sie sich nicht losreißen, würgen oder weglaufen. Und wir haben einen sehr, sehr scharfen Wachhund gehabt, der hat für Stunden vorher angefangen zu bellen. Und hat gebellt und gebellt und gebellt. Wenn wir den Hund gehört haben, haben wir gewusst Alarm. Die Engländer sind in Berlin. Wir waren ungefähr drei Stunden weg von Berlin. Und die haben angefangen zu bellen und haben gewusst, heute Nacht gibt es Angriff. Und da mussten natürlich in den Keller gehen und wir haben einen Inspektor gehabt von Juden. Und trotzdem haben wir uns immer noch... Wir haben uns gefreut. Ja, wir haben uns gefreut. Ja, schade für jede Bombe, die daneben geht. Wir haben gedacht, je mehr Angriff auf Berlin ist, je schneller wird es zum Ende kommen. Die Bevölkerung wird unglücklich sein und sagen, verflucht doch mal, wir aufhören den Krieg und vergessen wir alles. Gab es unter Ihnen zum Beispiel auch kommunistische Genossen oder nicht? Nein. Oder haben Sie versucht, mit antinazistischer Untergrundbewegung in Kontakt zu kommen. Haben wir nie daran gedacht. Wir haben nur, ich kann mich besinnen, da waren zwei Mädels von hier. Ja. Die sind von einem Lager, von einem Umschulungssaal ins andere gekommen. Ja. Den Namen weiß ich nicht mehr. Und die waren für ein paar Wochen bei uns. Und haben aus Israel waren aus, ja, Palästina. Ja. Damals noch. Ja. Und einer von denen war jetzt in Netzer auch. So. So, ja. Die sind hier. Ich weiß nicht, ob beide hier sind oder eine nur hier ist. Namen? No, weiß ich nicht mehr. Aber die... ich glaube, den Namen kann ich feststellen. Eli Weiß und die Pise Weiß und all die wissen in Netzer, die wissen. Das ist die Familie Simche, nicht? Simche. Ja. 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 Die haben den Zionisten eingehört oder den Nicht-Zionisten? Ja, Zionisten. Die waren beide Zionisten? Ja. Ja. Und die sind gekommen und haben sehen wollen, was da ist und haben sich mit uns unterhalten.
und haben versucht, uns alles wird in Ordnung gehen. Ja. Wir werden dafür sorgen. Und dann auf einmal waren sie wieder verschwunden. Hat keiner gewusst, wo wahrscheinlich die Zionisten. Ich kann Ihnen sagen, was geschehen ist. Sie sind ausgetauscht worden. Da gab es einen Austausch zwischen deutschen Staatsangehörigen und englischen und palästinensischen Staatsangehörigen. Und die sind auf dem Wege des Austauschs nach Palästina gekommen und von hier sind deutsche Siedler nach Deutschland gekommen. So können Sie, ich glaube, es ist schon... Nein, ich komme nur wegen Marvin. Nein. So können Sie mir dann noch erzählen, wie die Dinge dann also, weitergeschaltet haben und wie das Ende gewesen ist. Ich kann Ihnen sagen, das Ende, ich spreche jetzt, sagen wir mal, im Blick. Februar, März 1943. Ja. Alle, es wurde immer lauter, die Rumors, was war das damals, die Gräuelnachrichten oder was waren. Ja. Deutschland hat die Ukraine übernommen. Im Ende. Nicht Gräuelnachrichten, sondern die Gerüchte. Gerüchte ist besser. Tatsachen, ja. Dass die Deutschen haben die Ukraine überrannt. Ja. Und eines Tages werden die Leute von der Ukraine